Hallo, ich bin Tim. Ich mache bei Makilux eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich es mega interessant finde, mich kreativ auszuleben, meine Ideen umzusetzen, am Ende die Resultate auch einfach mal in der Hand zu haben und zu wissen, was man gemacht hat. Eine meiner Aufgaben in der Konstruktion ist es, Neuteile zu entwickeln, in meistens schon vorhandenen Baugruppen oder Änderungen anzufertigen. Dann guckt man sich die ganze Baugruppe an und überlegt sich dann dementsprechend, wie es da reinpassen könnte, wo hat man Möglichkeiten, Freiraum, sich was zu überlegen. Wenn wir was neu konstruieren, haben wir die Möglichkeit, mit einem 3D-Drucker das auszudrucken, die konstruierten Teile dann direkt vor einem zu sehen, die mal anzufassen, mal zu gucken, wie sich das dann am Ende überhaupt an der Markise aussieht. Beim Konstruieren von Teilen ist eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt Konstruktionen, die komplett neu angefangen werden, aber auch bereits bestehende Konstruktionen, die einfach überarbeitet werden müssen. Ja, in der Ausbildung als technischen Produktdesigner sollte man schon mitbringen, dass man ein räumliches Verständnis hat. Man sollte auch in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathe und Physik fit sein, da man auch viel mit der Festigkeitslehre zu tun hat. Ja, und natürlich auch Teamwork sollte man mitbringen, weil man selten an einem Projekt alleine arbeitet, mindestens immer mit einem zusammen oder halt auch im Team. Die Atmosphäre bei den Azubis in meinem Lehrjahr ist sehr gut. Wir waren letztens beim Handballspiel vom TVE. Das ist zustande gekommen, weil Makilux Sponsor vom TVE-Handballteam ist und wir deswegen Karten haben. Und dann haben die Azubis aus dem ersten Lehrjahr die Karten angefragt und dann sind wir zusammen zum Handballspiel gegangen und haben uns das abends angeschaut. Das Besondere an der Ausbildung bei Makilux ist, dass man in einem mittelständischen Unternehmen lernt, wo ausreichend Kompetenz vorhanden ist, um Fragen so zu beantworten, dass man weitergebracht wird und auch langfristig betreut wird, wenn man Probleme im Unternehmen hat.